Ich habe sehr viel Technical Minecraft. Und ich habe hier jetzt wieder einen Zombie auf dem Ohr. Sehr schön. Ich bin gerade in der Mine. Mine! Und wir warten. Ah ja, das ist der Stein, den ich haben wollte. Damit mache ich den Boden. Dann brauche ich noch Holz für die Decke. Habe ich den Raum endlich mal gestaltet. Dann können wir mit dem Inventar und mit dem Interieur anfangen. Interieur. Das ist ein Creeper, das schaut mich nur an. Hier sind welche Dominion-Monster, Alter. Weg hier, weg hier, weg hier. Ist ja schon wieder Nacht. Nacht ist gefährlich, Leute. Ups, da bin ich gegen das Mikrofon gekommen, sorry. Ich mache mir erstmal 20 Steine, na gut, ich habe das. Das reicht. Aus Bärenbüchen, dann kommen wir lieber nicht zu nah. Es kann ja weiter brutzeln hier, das ist ja hier. Für die Mauer brauche ich dann auch Stein. Stein. Dafür können wir den Bruchstein nicht mal gebrauchen, dass wir den zu richtigen Stein machen dann. Für den Mauerbau verwenden. Endlich hat der Bruchstein nicht mal einen Nutzen. Auch der nutzt für viel. Ja. So, ich werde aber gleich mal eine Pause machen. Ich will 20 Buchstaben zusammen machen. Ja, sowieso weg. Ah, okay. Dann verabschiede ich dich noch. Mach noch eine kleine Pause. Ich würde noch gern weiterspielen. Würde das den Innenraum heute noch fertig kriegen, das ist das große Ziel. Ich mache eine Pause, weil ich würde hier mal gern ein bisschen Fenster mal aufreißen und da mal ein bisschen Luft reinlassen. Und den Ventilator anschmeißen, dass hier mal ein bisschen kühler wird, dann will ich auch mal versuchen, meine Brille mal wieder anzuheben, mal zu schauen, ob die jetzt mit dem Sekundenkleber jetzt übergangsmäßig halbwegs hält. Vermutlich nein. Ein Versuch ist wert. Also wenn er das tut, was er verspricht, bis zum nächsten Regen hält es dann. Und dann löst sich ein Sekundenkleber oder was? Dann löst sich so plötzlich die ganze Brille so auf. Also auf der Verpackung. Auch das Glas. Also auf der Verpackung stand, dass dass der Sekundenkleber bis zu 4 Tonnen hält. Also das ist da ganz toll. Oh, und wir sind in Deutschland, das heißt, der müsste eigentlich so um die 16 Tonnen halten. Ja, na, also. Also müsste das eigentlich halten. Hab mich noch nicht getraut, das anzuheben, aber jetzt nach 2 Stunden müsste der Kleber getrocknet sein, denke ich, oder? Ja, vielleicht ist er getrocknet. Das ist jetzt Schrödingers Kleber. Hm. Getrocknet und nicht zu. Ah, ich habe hier wieder Feinde vom Haus. Ah, wird angegriffen. Skelett, Spinne. Ja, ist halt. Wie wär's mit
Du wärst mit schlafen Jetzt gehen. gibt's auch Skelettspinne. Es gibt ja Skelett, tatsächlich auch Spinnenweiten. Habt ihr ein Bett in eurer Nähe? Können wir schlafen gehen? Also, ja, ich hab ein Bett. Ja, ich gehe kurz in mein Bett. Ich hab ja nur aber Monster in der Nähe und ich weiß nicht wo. Na toll. Dann in mein anderes Bett. Ich bin in der Mine. Ich hab hier toll. Nicht so viele Möglichkeiten. Sobald du kannst. Setz dich einfach mal woanders hin. Ja, geht. Gut, dann springe ich jetzt auch ins Bett. Jo. Mordef hat W geschrieben. W. Ich dachte, das ist F. Trinken ist immer nicht schlecht. Sehr schön. Nacht wurde erfolgreich beendet. Dude. Juhu, also gar kein Unterschied für mich hier unten. Verband hat ein Skelett. Okay. Da ist das Monster. Ja, wo ist das Monster? Ja, da ist das Monster. Da steht ein Zombie auf einer Klippe über Lava, genau auf einem Block. Das ist bestimmt lustig, den mit einem Bogen runterzuschießen. Ich hab einen dabei, aber ich hab keine Pfeile. Musst ein Skelett töten, dann hast du wieder Pfeile. So, jetzt erstmal hier meine Brücke fertig. Ja, das ist besser. Das schwarze Haus so. Unten sieht etwas aus wie das Haus von Thaddäus, nur in kleiner. Das war der Plan. Der Boden sieht auch hübsch aus. Cool. Sieht doch eine Menge Fantasie hat alles aus. Gelöst. Was, das Türenhaus? Das Türenhaus sieht aus wie Thaddäus? Nein, ja. Das andere. Das andere habe ich noch gar nicht gesehen. Natürlich, du brauchst ja die ganze Zeit deine Anleitung nach. Ich habe heute über diese Stonehenge-Folge von SpongeBob nachgedacht. Die ist eigentlich voll lieb. Wo die ganze Zeit dieser Wind ist. Mehr. Die ist eigentlich voll lieb. Muss ich die Tage nochmal gucken. Ja, lieb schon, nur wenn sie halt gut wäre. Ich finde die echt gut. Ach du Scheiße. Also glaube ich. Was ist denn das? Mein Haus wird belagert. Vor meiner Haustür ist eine Spinne und ein Skelett. Lass mich nicht raus. Wow. Meine Fresse. Ja, hier, du kommst nicht hier rein. Weg. Haut ab. Hast du ihn schon mit dem Anwalt gedroht? Nö. Gleich getötet. Halt, die gehören halt aus der Belagerungsszene, ne? Die Brücke sieht weg sind sie. Was aus. Ich hab zwei Pfeile. Zwei ganze Pfeile, Mensch. Mhm. Das sind zwei mehr als ich. Finde ich schade, dass man das nicht zuschicken, dass man sich das nicht zuschicken kann in Minecraft. Einfach den ins Inventar stecken. Also mit gewissen Admin-Tools geht das. Durch die Inventar hin. Der ist nur leider gerade auf einer Convention, deshalb. Ja. Also der Server ist offenbar auch ohne Plugins, wie ich so. Nee. Also ja, wir haben zum Beispiel halt das Plugin bei uns auf dem Server, also das ist auch Vanilla-Server, aber wir haben ein bisschen Plugins um zur Quality of Life, dass halt nicht alle zeitgleich schlafen gehen müssen. So halt 40% der Spieler, weil das ist der Server ist mittlerweile sehr groß geworden. Und halt das ist halt schon kacke, wenn da 100 Leute drauf sind und alle schlafen gehen jetzt. Also umso mehr Leute, desto niedriger machen wir die Prozentzahl, ne? Also. Also Prof hat einen Command, mit dem er es Tag werden lassen kann. Ja, slash timeset day. Das ist ein Standard Command, der schon immer drin gewesen. Den aber nur Prof machen kann. Aber da 1.17 ist das sogar standardmäßig drin, dass man per Command einstellen kann, wie viele Leute schlafen gehen müssen. Das ist voll gut. Das wäre vielleicht mal gut. Ja, also wäre vielleicht ganz gut, weil wenn wir 5 Leute sind, dass man sagt, ja, 3 Leute müssen schlafen gehen und dann ist halt... Oder nur einer, wenn einer schlafen geht, ist so schlimm. So schlimm ist es ja nicht, wenn es wieder Tag wird, das ist ja... Ja, ist halt scheiße, wenn jemand Monster jagen muss, ne? Ja, oder Zombies trans, obwohl hier ist das erst... Doch! Nein, ich hab hier ein graues Schaf. Bunte Schafe bei mir hier. Ein pinkes und ein graues Schaf habe ich jetzt hier. Ich bin gerade eine Creeper ausgewichen, hui. Also ausgewichen ist... Bin gesagt, aber ich hab's überlebt. Ja, keine Sorge, wir machen hier eh nichts kaputt. Okay, ja, Mob Reefing. Oh, das ist schwierig. Mob Reefing ist aus. Jo, hat er aus.
Dann wird das mit der Gemüsefarm ein bisschen schwieriger. Deshalb haben wir auch keine gebaut. Ja, meine Schafsfarm kann ich auch, aber ist egal. Schafsfarm haben wir schon genug. Ja, das wäre halt eine automatische, dann steht der Schaf halt da und sobald es halt frisst, Vor Prof's Haus ist eine Schaffarm. Ja, direkt vor dem Haus. Dinge automatisiert, ne? Na gut. Ah, mal sehen, ich habe schon lustige Ideen, die man machen könnte, weil dieses Tal, was ich hier mir ausgesucht habe, ist schon mega gut. Na dann. Oh, naja, man hört voneinander, ne? Ich muss nämlich jetzt. Ah, du musst weg. Ja. Na dann. Bis das nächste Mal. Ja. Hast du nächste Woche Zeit? Ja, Müssen wir mal besprechen, wann das nächste Mal kommt. Ja. Tschüss. Schreiben wir uns nochmal. Tschüss. Ciao. Haben wir den vielleicht das nächste Mal mit dabei? Nein. Das nächste Mal nicht, aber das ist aber dann vielleicht, aber dann irgendwann mal. Nach 2-3 Streams wieder. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Er wird für alle Ewigkeiten hinterherhängen. Ist er hier nicht. Passiert ja nichts, wenn man hier hinterherhängt. Wir machen ja nichts. Wir bauen nur unsere Häuser hier. Sind auch immer noch nicht im Nether gewesen. Seinen Platz hat er ja jetzt, wo sein Haus dann bauen kann. Ja. Das Lager hier mit 6 Goldbarren ist auch noch unbenutzt. So, ich wollte mal eine Pause machen. Ja, du wolltest eine Pause machen. Ich mache mir in der Zeit eben was zu essen. Ein paar Minuten. Die klassische 15 Minuten Pause will ich gleich mal einlegen. So, jetzt habe ich mal Holz für die Decke gemacht. Ja, ich platziere mir nur eben kurz die Lampe noch im Haus. Und Lampen könnte ich auch mal langsam platzieren. Momentan hängen da noch Fackeln, aber das mache ich dann, wenn ich den Interieur. Wie nennt man das denn? Das Innenraumzeugs. Die Inneneinrichtung. Die Inneneinrichtung. Ja, das sieht doch ganz nett aus hier. Ja, dann so in der Art da dann. So soll das dann aussehen. Vielleicht sollte ich das weiße Bett hinsetzen statt dem gelben. Das Haus wird dann eins niedriger, aber das ist ja nicht. So schlimm ist das ja nicht. Ja gut, mein Haus hat eine Deckenhöhe von 3 Meter. Also meine Hobbit-Höhle kann es ja auch mal ein bisschen niedriger werden. Nein, die muss mindestens eine Deckenhöhe von 10 Metern haben. Man kann auch bequem drin stehen, das ist ja. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. 4 Blöcke ist die Deckenhöhe. Mhm. Ist in Ordnung. Ist ein bisschen schade, dass ihr nicht auf der Karte angezeigt werdet. Wer wird nicht auf der Karte angezeigt? Ich bin ja in meinem Haus, das wird dir ja bestimmt angezeigt. Ja, du musst aber trotzdem in der Karte angezeigt werden. Tja. Na dann. Hier habe ich mich noch zweimal verbaut. Sekunde. Wollte ich das hier mal regelmäßig machen, damit hier... So, den Rest mache ich dann gleich nach der Pause. Ich bräuchte mal was zu essen. Einen Apfel habe ich dabei. Ich gucke mal rein, ob ich jetzt wieder zu hören bin. Vielleicht hat sich was verstellt nach dem... Nach deinem Apfel? Dein Audiotest. Test. Ah, den Ventilator muss noch ausmachen. Ich sag du mal was, Modi. Das reicht mir. Müsste gehen. Ah, hier sind wir wieder. Da war ich doch schon mal. Soundcheck okay. Na dann. Ja, hier bin ich. Weiter am Sonnenbrüllen Gameplay. Okay, der Apfel hat relativ wenig gebracht. Du hast gerade ein Bett bei dir. Schon wieder Nacht geworden. Ich muss kurz an Land gehen, Moment. Ist gerade wieder Nacht geworden. Warte, ich bin sowieso gerade beim Karottenfeld.
fülle ich mir das Bett mal hier. Also ich wäre soweit. Schäkünchen. Ich habe gerade 18 Karotten. Das bringt sehr viel. Karottenfeld ist eine gute Idee. So, da bin ich im Bett. Bett. Ich bin wieder bei dem coolen fliegenden Fels. Mhm. Ich weiß nicht, was du meinst. Den ich letztes Mal entdeckt hatte. Den habe ich ja nie gesehen, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Muss mir mal einen Screenshot von senden. Kannst ja mir mal einen Screenshot in Discord schicken, dann kann ich den einblenden. An der Stelle. Habe ich auch letztes Mal gemacht, als war hier das mit dem Texturenpaket. Ja, wo es bei mir cool aussieht und bei euch allen wie scheiße. Mhm. Bin gespannt, wie mein Haus. Ich fand deins ziemlich grell. Ich finde dein Texturenpaket ziemlich überhellt. Das ist ein bisschen. Das liegt am Shader. Da war halt gerade Sonnenuntergang. Das wäre mir zu hell. Na, heute ist sowieso alles ziemlich dunkel. Bei mir. Liegt an meinem Shader, den ich jetzt drauf habe. Meinem RL-Shader. Den die Zuschauer nicht sehen können. Hier steckt Sonnenbrille. Naja, ist halt noch gewöhnungsbedürftig. Ich meine, Leute wie Daluka, die spielen ja immer mit Sonnenbrille. So. Nein, das ist eine Blaufilterbrille. Ist ja trotzdem eine Sonnenbrille. Die habe ich übrigens, auch eine hier liegen. Also mit schwarzen Brühe, ob mit schwarzen Gläsern oder mit gelben Gläsern. Ja. Und die Sonnenbrille, die hat ja wahnsinnig viel gekostet, weil es ja auch extra Brillengläser dort mit Sehstärke drin hat und so. Das habe ich mir mal geleistet, War eine gute Investition. Für solche Zwecke, ja. Auch für den Strand dann einfach mal eine Sonnenbrille mit dabei zu haben, das war eine schlechte Sache. Hat auch extra viel, weil meine Brillen, die sind ja also wirklich, ich bin froh, dass meine Gläser an der Brille nicht kaputt sind. Da ist ja nur das Gestell zerbrochen. Weil die Gläser, die sind ja, also ich glaube meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Sonnenbrille gekostet hat, aber also die richtige Brille, die hat schon vierstellig gekostet. Weil ich habe auf einem Auge irgendwie anders als auf dem anderen Auge, deshalb sind es auch verschiedene und dann ist auch noch irgendwie mit einem irgendwie Winkelfehlsichtigkeit noch irgendwie gemacht werden muss, das ganz spezielle Gläser, also die wirklich da rein müssen die. Ach du Scheiße, und ich bin froh, dass ich einfach nur so eine normale, einfache, billige Brille brauche fürs Autofahren. Auch die Sonnenbrille war scheiße teuer, das ist halt wirklich. Kann ich mir vorstellen. Das Gestell ist nicht das Schlimmste, das kriegen wir hin. Nicht am Motor. Hast du aber schon mal an so eine Opa-Brille gedacht, wo du einfach umklappen kannst zwischen Sonnenbrille und. Nee. Oh, hier ist ein Boot von mir. Hey. Ich brauche hier die Sonnenbrille normalerweise nicht. Oh, ich habe eine Schildkröte gefunden. Zum Glück habe ich die Sonnenbrille noch mit dabei. Das wäre jetzt ein bisschen traurig ohne Brille. Das wäre dann das Wochenende ohne Brille. Irgendwie muss ich mir morgen mal was zu essen machen und so. Das ist dann ja. Das wäre ein bisschen so kurzsichtig, wie ich bin. Ich bin so kurzsichtig, dass ich halt wirklich ohne Brille bin ich aufgeschmissen. Ganz ohne Brille. Kann man kurz die Bolle absetzen, dann könnte man testweise. Ja, man
muss auch so, ich habe lange nicht mehr ohne Brille, also es ist die Brille nur zum Schlafen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es ohne Brille ist. Pass auf, nicht, dass du das plötzlich einschläfst, weil du Brett abgenommen hast. Das wird nicht passieren. So, Sekunde. Probieren wir gerade mal. Großer Gott. Siehst gar nichts, oder? Also auf meinem großen Bild, riesig ist das nicht, aber auf meinem großen Bildschirm. Uff. Ich sag's mal so. Wenn ihr euch ein Video auf YouTube in 144p anguckt, dann ist das ist schon besser. ist schon, also wenn das Video dann auf YouTube runterskaliert auf 144, das ist annähernd, ein bisschen besser. ist ein bisschen besser. Damit ihr mal einen Vergleichswert habt. Ich bin schon ziemlich blind. Ich erkenne noch so umrisshaft irgendwie so ein bisschen. Die Farben erkenne ich natürlich auch, aber es ist halt so ein bisschen schon schwierig. Also das Schaf kann ich noch von der Kuh unterscheiden, aber verschiedene Holzarten auf keinen Fall. Schwierig. Und Holz von dem Erzblock unterscheiden ist auch schwierig. Das ist halt beides ja, braune. Beides braune. Passiert aber auch mit Brille. Beides braune Blöcke, das ist oha. Also die verschiedenen Blöcke untereinander, das ist also ohne Brille. Das ist schon. Aua. Ich wüsste nicht, was ohne. Also. Und vor allem ist es ja auch so ungünstig, mit, also zum Sonntag jetzt, also gleich zum Sonntag hin, das ist. Dann ohne Bolle das Wochenende. Dann müsste ich meine Mutter anrufen, dass sie zu mir kommt und für mich kocht, das ist, weil. Danach brennt das Haus. Oder was bestellen. Wenn ich ohne Brille was koche, dann wissen wir, dass das Haus brennt. Da ist fast eine Garantie. Da gebe ich euch eine Garantie drauf. Bei dir nicht viel los. Du schweigst wieder. Ich habe dich über deine Brille erzählen lassen. Ja. Wollte ich morgen einen Podcast machen. Machen wir morgen nochmal einen Podcast. Dann kann ich nochmal die Situation schildern. Im Wochenupdate. Ich weiß immer noch, wie das passiert ist, dass deine Brille einfach auseinanderfällt. Frage ich mich auch. Haltbarkeitsdatum abgelaufen oder was? Ja, es ist halt wirklich. Ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich. Ich habe nichts. Ich habe die Brille einfach abgesetzt, um mir mein Gesicht, um mir Wasser ins Gesicht zu werfen. Und so wie ich es jeden Tag mache, und es ist jetzt einfach. In der Hand, also ist mir in der Hand zerknickt. Das ist halt einfach, ist halt, aber nicht sonderlich mehr auf, das ist halt einfach nicht mehr als sonst. Ich habe da nicht draufgeschlagen oder mich draufgesetzt, also das ist halt einfach, hat halt einfach den Geist aufgegeben. Hat gesagt, nö, Bruder hat Suizid begangen. Oh, ich hätte eine Schildkröte dabei. Was machen wir damit? Keine Ahnung, was macht man mit Schildkröten? Ich habe keine Ahnung. Wozu sind die gut? Ich habe sie einfach mal mitgenommen. Sonst lassen wir sie einfach im Boot. Ich glaube, wir lassen sie einfach im Boot. So, jetzt geht's um die Innenausstattung. Wir sollten uns hier auch noch einen Hafen bauen. Dazu habe ich das Zeug ja hier. Und das Zeug hier.
Den Hafen am besten hier hinter unseren Hütten. Ja klar, habe ich doch gesagt, wir brauchen einen Hafen. Wir haben nur einen richtigen Wasseranschluss und einen Sumpf. Okay, dann baue ich das jetzt hier wieder ab. Ohne Spitzhacke. Zum Glück das meiste Sand. Ja, sehr gut. Falsch herum. Oh, die Playlist. Modi die Playlist. Mir nicht. Ich hab dran gedacht, einmal kurz was zu klicken. Wollte ich eigentlich auch machen in der Pause, aber. Ja. Ja. Ah, hab ich habe übrigens nochmal Schwarzeiche gefunden, das quasi 2 Meter von unserem Zuhause weg ist. Sehr schön. Und noch ein Sumpf. Okay. Und noch eine Wüste. Im Tutorial ist die Decke tatsächlich noch niedriger. Ich hab das Haus ein bisschen höher gebaut. Sehr schön. Du hast es hochgebaut? Nicht nur 1,5 Blöcke hoch? Nee, nicht wie eine richtige Hobbitshöhle. Wie kannst du nur? Tja. Ganz böse. Ich habe es ein bisschen anders interpretiert. Eine kleine eigene Note mit reingebracht. Das ist so sehr schön. Ich habe gerade den Streamchat wieder nicht mit im Blick, aber das juckt auch. Momentan habe ich einen Zuschauer. Momentan habe ich einen Zuschauer. Den bin ich Moment, selbst. Ich hab mein Handy aus. Für den Fall, dass jemand followt, höchstens habe ich da den Alert dran. Immer ohne Zuschauer sind irgendwie traurig. Ja, was soll man machen? Keine Ahnung, Pull-Streams? Soweit ich weiß, besteht diese Pool-Kategorie auf Twitch. Ach so, die 95% mittlerweile aus dicken, bärtigen Männern, die das als Spaß machen. Ach, diese Kategorie. Ja, ich wusste gar nicht, was du meinst. 5% aus Frauen, die sich was auch immer sie da machen. Es ist ja dunkler geworden jetzt. Es ist dunkler geworden. Ich hab die Fackeln abgenommen und habe dafür die Laternen aufgestellt und es ist dunkler geworden. Ist ja wirklich gerade ein Upgrade. Muss doch noch mal gucken, ob ich hier vielleicht mal ein bisschen Licht mehr habe. Ich habe ein gefunden. Und zwar ein richtig fettes. Aha. Ich glaube, das ist ein Amboss davor. Dann nimm den Amboss mit. Nimm den Amboss mit. Ich muss gerade gucken, ist das überhaupt kleiner oder nein? Das sah nur so aus. Oh, Mist. Ich muss mich mit. Goldblöcke. Ups,
vielleicht nicht in der Lava stehen. Goldakt. Mhm. Goldene Melone. Gold. Wie zum Henker. Obsidian, eine Uhr und eine Goldschaufel. Nicht schlecht. Ich versuche das gerade nachzubauen.